Im letzten Mal kam die Beatbox gut an, deswegen nochmal. Bonjour, meine Freunde der leichten und solchen Unterhaltung. Es geht weiter mit der guten Stanley Parable. Direkt der zweite Tag in Folge, unter anderem, weil das alles ein bisschen schwierig wurde mit einem Minecraft-Video, aber auch unter anderem, weil ich es immer noch mega krass finde. Und ich habe selber in der ersten Aufnahme gesehen, ich sehe es ja selber jetzt nicht, wenn ich mit Fraps aufnehme, aber ihr seht das ja, hier ist ja so Bild in Bild in Bild in Bild in Bild, ein bisschen in Effingception. Da sieht man zum Beispiel dann, gerade meine Frames. Und deswegen seid ihr ne, so richtig Backstage-Material eigentlich, was ihr hier auf dem Ding seht. Und ich bin jetzt mal dafür, weil wir das letzte Mal echt positiv waren. Oh Gott, ich habe den Ladescreen vergessen. Oh, ich Bob. Oh, bitte lädt das schneller als beim letzten Mal. Weil wir den positiven Weg genommen haben, bin ich jetzt mal dafür, dass wir komplett einfach kontra gehen und dann mal gucken, what happens so, ne? Würde ich mal schwer vermuten. Deswegen an der Stelle nochmal wegen dem kranken Ladescreen einen kurzen Cut und dann bis gleich. Und da sind wir wieder zurück im 360-Grad-View. So, Bonjour sage ich dann, nochmal aufs Neue und jetzt den ganzen Weg kennen wir ja schon. All of his co-workers were gone. Genau. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Wo ist denn hier eigentlich dieser Meeting Room? Haben wir den beim ersten Mal irgendwie ein bisschen vercheckt oder so? Also ich bin mir ja nicht so ganz sicher, aber jetzt glaube ich mal, wo waren das? Anfangen, das kennen wir alle schon, haben wir alle schon ausgekundschaftet. Ein kleiner Rush, Digga. So, und jetzt was war hier? When Stanley came to a set of two open doors, he entered the door on his left. Genau, links sind wir letztes Mal gegangen, jetzt gehen wir doch einfach mal rechts. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Perhaps he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ja genau, ich wollte ganz sicher in die Lounge gehen. Voll der krasse Arbeitsort, haben die einfach so eine Lounge. Wo sind wir hier? Sind wir hier, Tokio oder was? Also hier ist die Lounge. Ah, yes, truly a room worth admiring. It had really been worth the detour after all, just to spend a few moments here in this immaculate, beautifully constructed room. Stanley simply stood here, drinking it all in. Nee, ich will ja nicht nur stehen. Ich würde auch gerne wirklich mal nicht alles in drinken, so gefühlsmäßig. Ich hätte auch gerne eine Cola. Yes, really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating that even though all your co-workers have mysteriously vanished, here you sit looking at these chairs and some paintings. Really worth it. Okay, gut, anscheinend pisst es ihn gerade ein bisschen an, dass wir But hier sind. Eager to get back to business, Stanley took the first open door on his left. Nö, wir sind ja voll anti, wir gehen nämlich dann weiter geradeaus. Stanley was so bad at following directions, it's incredible he wasn't fired years ago. Ey, voll assi. Also ich meine ja, sorry, ne? Nur mal an der Stelle. Ich bin schon ein ziemlich guter Direction-Follower. Oh Gott, wo sollen wir denn jetzt hin? Penalty for misuse of cargo lift. Och, du heilige Mutter, Alter. Jumping off the cargo lift sind 5.000? Da hat aber jemand die Karre angelassen. Können wir damit wegfahren? Ich tippe immer, wenn ich klicke. Das ist so merkwürdig. Aber hier kann man noch rein. Ne, da brauchen wir so eine Keycard für. Na gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir auf den Cargo-Lift, oder? Oh, krass. Stanley, I think perhaps we've gotten off on the wrong foot here. Warum? I'm not your enemy, really, I'm not. I realize that investing in your trust in someone else can be difficult. But the fact is that the story has been about nothing but you all this time. There's someone you've been neglecting, Stanley. Someone you've forgotten about. Please, stop trying to make every decision by yourself. Now, I'm not asking for me, I'm asking for her. Für sie? This is it, Stanley. Your chance to redeem yourself. To put your work aside. Oh. To let her back into your life. Sie? She's been waiting. Was denn mit ihr? Alter, wie creepy er redet auch, als würde mir gleich irgendwie so eine komische Schlange durchs Gesicht rotzen. Was denn sie? Wer ist denn sie? Sie ist schwierig. Oh, immer diese Tür. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Oh nee, ich mag echt nicht. Ficken. Ficken.
Ficken, ficken, Alter, ficken, mega krank. Okay, jetzt habe ich ihn nicht zu Ende reden lassen. Hilfe, 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 Ninja. Was geht ab? Was geht? Stanley, is that you? Hold on, sweetie. Sorry to keep you waiting. I'm just pulling the bread out of the oven. Okay. Alright. Okay, there we go. Alright now, I want you to come in and tell me all about your day. Gotcha. Oh, come on. Did you actually think you had a loving wife? Who'd want to commit their life to you? Ist das creepy, Alter? Point here, Stanley. I'm trying to get you to see something. Come inside. Let me show you what's really going on here. Ach du Scheiße, ist das creepy, Alter. Obwohl, die würde ich auch nehmen, ne? 1996 ist es. This is a very sad story about the death of a man named Stanley. What? Press 4 on your keyboard. Okay, ich will... Stanley is quite a boring fellow. He has a job that demands nothing of him. Okay. And every button that he pushes is a reminder of the inconsequential nature of his existence. Ey, Alter, ich will doch jetzt nicht... Null, komm. Look at him there, pushing buttons, doing exactly what he's told to do. Now he's pushing a button. Now he's eating lunch. Now he's going home. Now he's coming back to work. One might even feel sorry for him, except that he's chosen this life. Alter, 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 jetzt hat schon Jumpscare hier. In his mind he can go on fantastic adventures. From behind his desk, Stanley dreamed of wild expeditions into the unknown. Fantastic discoveries of new lands. Alter, ich bin so fertig wieder, dieses Spiel macht mich kaputt. He returned to work was a reminder that none of it would ever happen to him. Oh, ich kann nur hoffen, dass meine Facecam diese Folge nicht ausgegangen ist. Und so began to fantasize about his own job. Ach Mann. First he imagined that one day while at work, he stepped up from his desk to realize that all of his co-workers, his boss, everyone in the building had suddenly vanished off the face of the earth. The thought excited him terribly. Alter, spend time with the boys, but no. So he went further. He imagined that he came to two open doors and that he could go through either. At last, choice. It barely mattered what lay behind each door. And never fuck with the game, würde ich sagen. That his decisions would mean something was almost too wonderful to behold. Komm. As he wandered through this fantasy world, he began to fill it with many possible paths and destinations. Down one path lay an enormous round room with monitors and mind controls. And down another was a yellow line that weaved in many directions. And down another was a game with a baby. And he called it the Stanley Parable. To tell your kids a story. It was such a wonderful fantasy. And so in his head, he relived it again. And then again. And again. Over and over. Wishing beyond hope that it would never end. That he might always feel this free. Surely there's an answer down some new path, mustn't there be? Perhaps if he played just one more time. Das ist so richtig traurig, man ist einfach so die ganze Zeit gefangen. But there is no answer. Oh nein, ich baue jetzt gerade mein Office. Jetzt bin ich gerade nachher wieder in meinem. All he's doing is pushing the same buttons he always has. Nothing has changed. Stimmt hier schon. The longer he spends here, the more invested he gets. The more he forgets which life is the real one. And I'm trying to tell him this, that in this world he can never be anything but an observer, that as long as he remains here, he's slowly killing himself. But he won't listen to me. He won't stop. Here, watch this. Stanley, the next time the screen asks you to push a button, do not do it. Okay. Ich mach's jetzt einfach mal nicht. Obwohl ich übertrieben Angst habe. Aber ich glaube, dann passiert auch einfach gar nichts mehr, oder? Boah, ich hasse das, wenn man so warten muss. Ich kann gar nicht, ich muss gerade irgendwie crouch. Kann ich mich hier unter dem Tisch verstecken? Das wäre so mega geil. Das macht mir so Angst hier, dieses dunkle Schlafzimmer noch. Uncool. Ja, komm. Dann halt nicht. Oh? You see? Can he just not hear me? How can I tell him in a way that he'll understand that every second he remains here, he's electing to kill himself? How can I get him to see what I see? How can I make him look at himself? Fünf. I suppose I can't. Not in the way I want him to.
But I don't make the rules. I simply play to my intended purpose, the same as Stanley. Mm-hmm. We're not so different, I suppose. I'll try once more to convey all this to him. I'm compelled to. I must. Perhaps, well, maybe this time he'll see. Maybe this time. And I tried again. Please die? Stanley pushed a button. And I tried again. And Stanley pushed a button. And I tried. Bin ich tot? Hallo? Hilfe? 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 Ich bin jetzt einfach gestorben, oder was? Das ist ja voll traurig, Alter. Das war richtig abgefuckt, Leute. Aber ich bin einfach viel zu schreckhaft. Allein schon für so ein Game, was eigentlich so total lieb und schön aufgebaut ist, bin ich megamäßig schreckhaft. Wie gesagt, wie letzte Folge, falls es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, damit ich weiß, dass wir noch gerne ein paar Wege ausprobieren sollten, denn ich bin mir sicher, da gibt's noch einige, die wir noch nicht gemacht haben. Ansonsten gerne auch Vorschläge, Ratschläge, wo ihr mal denkt, wo ich reingehen sollte, gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr denkt, so, da hättest du lang gehen müssen oder irgendwas von der ersten Folge noch, mache ich gerne, lese ich mir auch durch. Ja, und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Quark mit Käse. Weser.